manchmal begegnet man Menschen, die sind anders als andere. Sie haben einen Drive, also einen Antrieb, der unerschöpflich ist. Von morgens bis abends arbeiten sie unermüdlich an irgendetwas. Das Wort Rente oder Ruhestand kommt in ihrem Denken gar nicht vor. Sie sind getrieben und sie sind motiviert und sie haben dieses Leuchten in den Augen, wenn sie von dem berichten, was sie gerade tun. Und dann gibt es die etwas anders gearteten Menschen. Sie kommen morgens nicht aus dem Bett. Sie sind lustlos, antriebslos und eigentlich warten sie nur darauf, dass es wieder Abend wird und sie sich schlafen legen können. Oder sie arbeiten nur in der Wartung, dass endlich wieder Wochenende ist. Oder sie halten nur aus, bis sie endlich wieder Urlaub haben. Und zwischen diesen zwei Extremen gibt es natürlich auch viele andere Abstufungen. Menschen, die weder total motiviert sind, noch total lustlos. Die Zeit hat vor ein paar Jahren einen Artikel zu dem Thema Sinnkrise herausgebracht. In diesem Artikel schreibt der Autor oder die Autorin, ich konnte das leider nicht herausfinden, Folgendes, ich zitiere. Im Rahmen einer Studie an der Columbia University in New York wurden 2019 in 8 Ländern, darunter Deutschland, knapp 14.000 Studierende befragt. Dabei berichteten 35% von einer Angststörung, Alkoholabhängigkeit oder Panikattacken. 31% waren sogar akut erkrankt. Auffällig, besonders die Frauen neigen dazu, sich den Kopf zu zerbrechen. In einer etwas älteren Studie der Londoner University of Greenwich aus dem Jahr 2011 gaben sogar 86% der befragten Studierenden an, sie hätten phasenweise unter einer Sinnkrise gelitten. Zitat Ende. Dieses Phänomen, das in diesem Artikel beschrieben wird, ist uns allen wahrscheinlich bekannt, zumindest vom Hörensagen. Wir wissen, dass die Frage des Sinns viele Menschen, ja vor allem die jungen Menschen, herumtreibt. Und letztens hatte ich mich mit einem Kollegen über sinnstiftende Arbeit unterhalten. Viele Menschen sind mit ihrer Arbeit unzufrieden, weil sie nicht erkennen können, inwiefern ihre Arbeit ihrem Leben einen Sinn verleiht. Und die Frage des Sinns geht aber auch uns Christen etwas an. Denn auch wir möchten Dinge tun, die Sinn ergeben. Denn die Dinge, die Sinn ergeben, motivieren uns. Ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Es gibt Menschen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als ein LKW zu entladen und ihn wieder zu beladen. Mit Paketen. Das ist eine sehr stumpfe Aufgabe. Und da fragt sich der ein oder andere, wo ist der Sinn? Den ganzen Tag nur Pakete rein und raus zu tragen. Und das über Jahre oder Jahrzehnte. Wenn ich euch jetzt aber sage, dass in diesen Paketen Bibeln drin sind, die an Christen im Untergrund geschickt werden, oder ich sage euch, da sind Nahrungsmittel drin, Hilfsmittel für ganz arme Menschen, die es brauchen, um zu überleben, ja, dann plötzlich finde ich Sinn in dieser so stumpf scheinenden Tätigkeit. Und genauso fragen sich Christen auch immer wieder, was ist meine Aufgabe in dieser Welt? Warum bin ich hier? Hast du dich das schon mal gefragt? Weißt du, was deine Berufung ist? Weißt du, was dein Auftrag von Gott ist? Im Übrigen, man könnte das Wort Berufung auch mit Mission ersetzen. Und wie findest du heraus, wozu du berufen bist? Und genau das ist das Thema der heutigen Predigt, wie du deine Berufung oder deine Aufgabe, deine Mission erkennst. Lass uns dazu den Text aus Römer Kapitel 15 lesen, die Verse 14 bis 21. Römer 15, die Verse 14 bis 21. Da schreibt der Apostel Paulus Folgendes. Ich selbst habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voll Gütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Das machte mir aber zum Teil umso mehr Mut, euch zu schreiben, Brüder, um euch wieder zu erinnern,
aufgrund der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, dass ich ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll, der priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Ich habe also Grund zum Rühmen in Christus Jesus vor Gott. Denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk. In der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes, sodass ich von Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. Dabei mache ich es mir zur Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo der Name des Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf den Grund eines anderen baue, sondern wie geschrieben steht, die, denen nicht von ihm verkündigt worden ist, sollen es sehen und die, welche es nicht gehört haben, sollen es verstehen. Soweit der Text aus der Schrift. Als ich angefangen hatte, mich mit diesem Text zu beschäftigen, da habe ich mich gefragt, wie willst du diesen Text predigen? Ich meine, erklären kann man da schon das eine oder andere, aber wie wenden wir diesen Text jetzt auf uns an? Und dann, je tiefer ich in diesen Abschnitt eingestiegen bin, umso mehr habe ich auch die Bedeutung für uns darin gesehen. Und ich bin sehr froh, meine Entdeckungen mit euch heute zu teilen. Ich muss euch allerdings vorweg warnen, es wird etwas länger werden als sonst. Ich habe mir diesmal nicht unbedingt eine Zeitlimit gesetzt, also irgendwo bei 53 Minuten oder so werden wir auslaufen. Leider. Für euch. Paulus nennt in diesem Abschnitt seine Gründe für diesen Brief. Er beantwortet hier die Frage, warum schreibe ich euch? Und warum schreibe ich euch das, was ich euch schreibe? Und er hat schon am Anfang seines Briefes geschrieben, wenn wir uns Kapitel 1, die Verse 13 bis 15 anschauen, da sagt er ihnen, ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber bis jetzt verhindert, um auch unter euch etwas Frucht zu wirken, gleich wie unter den übrigen Heiden. Ich bin ein Schuldner sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Und er sagt, ich wollte schon länger vorbeikommen. Es hat einfach nicht geklappt, weil er eben für andere Dinge berufen ist. Und jetzt macht er es nochmal konkreter und jetzt beschreibt er sich in unserem Abschnitt als der Apostel für die Heiden. Und er sagt, Gott hat ihn beauftragt, den Heiden zu dienen, damit sie wohlannehmbar sind für den Herrn. Und er möchte ihnen, also den Heiden, helfen, den Glaubensgehorsam besser auszuleben. Das ist seine Aufgabe und das ist der Grund, warum Paulus einer von diesen Menschen war, die so getrieben sind und unermüdlich ihre Arbeit tun. Und ich möchte heute drei Fragen durchgehen, die dir helfen sollen, deine Berufung zu entdecken oder, wenn du glaubst, sie zu haben, sie zu bestätigen, sodass auch du wie Paulus unermüdlich und motiviert für den Herrn arbeitest. Also drei Fragen, die dir helfen sollen, deine Berufung zu entdecken oder zu bestätigen. Die erste Frage ist, hast du überhaupt eine Berufung? Hast du eine Berufung, das sehen wir in den Versen 14 bis 16? Zweitens, hast du eine Bestätigung für deine Berufung? Die Verse 17 bis 19. Hast du eine Bestätigung für deine Berufung? Und drittens, hast du eine Grundlage für deine Berufung? Die Verse 20 bis 21. Also hast du eine Berufung, hast du eine Bestätigung und hast du eine Grundlage? Und wenn wir meine Predigt zusammenfassen, bevor ihr mir alle einschlaft, ja, diese eine, wenn Gott dich für eine Aufgabe berufen hat, wird er es bestätigen und er wird dir auch die Grundlage dafür geben. Wenn Gott dich für eine Aufgabe berufen hat, wird er es bestätigen und er wird dir auch die Grundlage dafür geben. Kommen wir also zu Punkt 1, hast du eine Berufung? Und ich möchte nochmal mit uns die Verse 14 bis 16 lesen. Ich selbst habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voll Gütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Das machte mir aber zum Teil umso mehr Mut, euch zu schreiben, Brüder,
um euch wieder zu erinnern, aufgrund der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, dass ich ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll, der priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Der Anfang dieses Textes, den wir hier lesen, ist eine Rechtfertigung, warum Paulus den Römern schreibt. Ja, er kennt sie nicht persönlich, er hat die Gemeinde nicht gegründet, er kennt höchstens einige Leute, aber das war's. Also könnte sich der eine oder andere gefragt haben, was willst du überhaupt von uns, Paulus? Warum schreibst du uns? Und das ist der Gedanke, der den Paulus hier bewegt. Und deswegen schreibt er ihnen in den Versen 15 und 16, dass er eben ein Apostel der Heiden ist. Und darauf werde ich gleich noch mehr eingehen. Vers 14 ist nur eine Erklärung, warum es ihm leichter gefallen ist, ihnen zu schreiben. Er sagt, er kann ihnen zum Teil so kühn schreiben, weil sie reif sind. Sie sind voller Gütigkeit. Ja, Güte könnte auch mit Rechtschaffenheit übersetzt werden. Also sie leben ein gutes, rechtschaffenes Leben. Und so sagt er, sie sind erfüllt mit aller Erkenntnis. Sie kennen Gottes Wort gut und sie sind fähig, sich selbst und gegenseitig durch Gottes Wort zu ermahnen und zurechtzubringen. Er schreibt ihnen aber nicht nur, weil sie reif sind und weil er weiß, dass sie seinen Brief gut annehmen werden. Nein, er hat auch Gemeinden wie Korinth geschrieben, die eben nicht so positiv auf ihn reagiert haben. Er schreibt ihnen, weil es sein Job ist. Als Apostel der Heiden ist es seine Aufgabe, sie im Glaubensgehorsam voranzubringen. Es fällt einem eben nur leichter, wenn man weiß, dass die Gemeinde diesen Brief gut annehmen wird. Dann kann man etwas kühner schreiben. Und wir wissen, oder sagen wir es mal so, man merkt die Reife eines Christen daran, dass er bereit ist, Ermahnung und Zurechtweisung anzunehmen. Und das Erste, was wir hier von Paulus lernen können, ist, er ist sehr weise im Umgang mit ihnen, indem er sie auch lobt und die guten Dinge anführt. Er meckert nicht nur über das, was falsch läuft. Und dennoch ist er von Gott berufen, um die Heiden zu einem wohlgefälligen Opfer zu machen. Und deswegen macht er Gebrauch von seiner Autorität und schreibt ihnen. Und es ist sehr faszinierend zu sehen, wie Paulus sich hier beschreibt. Er sagt, er ist ein Diener Jesu, der priesterlich dient. Und als Priester bringt er Gott ein Opfer dar. Die neue evangelistische Übersetzung, sie übersetzt den Vers 16 folgendermaßen. Wie ein Priester im Dienst der guten Nachricht Gottes arbeite ich darauf hin, dass sie, also die Heiden, eine Opfergabe werden, an der Gott Freude hat, weil sie durch den Heiligen Geist geheiligt ist. Er benutzt also hier das Bild eines Priesters, um seinen Auftrag zu beschreiben. So wie die Priester im Alten Testament dafür gesorgt haben, dass das Opfer, welches die Menschen gebracht haben, ein wohlgefälliges Opfer war, denn der Priester hat sich zuvor ja diese Opfergabe angeschaut, um zu schauen, ob es makellos ist, so arbeitet auch Paulus darauf hin, dass das Opfer Gott wohlgefällt. Was einige Ausleger sagen, was auch mitschwingen kann, ist, der Gedanke, so wie der Priester das Opferlamm zum Altar gebracht hat, so bringt auch Paulus die Heiden zu Gott. Nun, von welchem Opfer spricht Paulus hier? Von den Heiden. Das ist meines Erachtens die beste Interpretation. Manche gehen auch vom Lob der Heiden aus oder von ihrem Gehorsam aus. Aber es wird eher sein, dass die Heiden selbst das Opfer sind, das Paulus hier bringt. Und dieses Opfer muss Gott gefallen. Und damit es Gott gefallen kann, müssen sie, die Heiden, heilig sein. Und hier ist einer der bedeutenden Unterschiede zu den Opfern im Alten Testament. Wer macht das Opfer annehmbar? Gott selbst. Und zwar durch den Heiligen Geist. Paulus schreibt es auch am Ende von Vers 16, damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Gottes Geist verwandelt uns von unreinen und unbrauchbaren Kreaturen zu heiligen und Gott wohlgefälligen Kreaturen. Er verwandelt uns von Götzenanbetern zu Gottesanbetern. In Kapitel 1, Vers 18, da heißt es, Gottes Zorn offenbart sich über die Menschen. Und da sind auch ganz besonders die Heiden mit gemeint. Warum? Wegen ihrer Gottlosigkeit und wegen ihres Götzendienstes.
Und gleichzeitig hat Paulus den Auftrag, diese Heiden, diese Nationen zu missionieren, damit sie ein geheiligtes Opfer für Gott sind, sodass sich Gottes Zorn eben nicht mehr über diese Menschen ergießt. Und damit nennt Paulus hier seine persönliche Berufung. Was er hier macht, ist nicht eine allgemeine, für alle Menschen gleich geltende Berufung zu beschreiben. Nein, wir sind nicht alle dazu berufen, als Apostel oder als Missionare der Heiden in die Welt hinauszugehen. Ja, wir sollen den Menschen um uns herum das Evangelium verkündigen. Und die meisten um uns herum werden Heiden sein, weil wir eben nicht in Israel leben und nicht allzu viele Juden in unserem Kontext sind. Aber wir können das hier nicht eins zu eins von Paulus auf uns anwenden und sagen, wir sind alle zu Missionaren für die Heiden berufen. Was wir allerdings daraus ableiten können, ist, wir alle sind zu einer Aufgabe berufen. Schaut mal mit mir zusammen auf Epheser 2, Vers 10. Da heißt es, das schreibt Paulus wieder, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat Werke für uns vorbereitet, die wir tun sollen. Nun, wie finde ich heraus, was das für Werke sind? Dazu kommen wir gleich. Zunächst wollen wir uns ein paar Dinge anschauen, die wir hier von Paulus lernen können. Das Erste und auch das Wichtigste, was wir aus Punkt 1 für uns entnehmen können, ist, wenn wir eine Aufgabe oder einen Dienst tun, sagen wir mal ein Amt ausüben wollen, dann müssen wir von Gott dazu beauftragt sein. Paulus schreibt am Ende von Vers 15, aufgrund der Gnade, die mir von Gott gegeben ist. Paulus maßt sich seinen Aposteldienst und auch seinen konkreten Fokus, Heidenmissionar zu sein, nicht einfach selber an. Er hat sich nicht einfach entschieden, ich bin jetzt Apostel. Er ist Apostel. Und er ist Apostel für die Heiden, weil Gott ihn dazu beauftragt hat. Wenn du also meinst, dass du einen Dienst oder ein Amt ausüben möchtest, dann solltest du sicher gehen, dass Gott dich dazu beauftragt hat. Es laufen nämlich so viele selbsternannte Pastoren, Gemeindegründer, Missionare oder Missionarinnen in der Welt herum. Sie meinen, sie seien von Gott berufen oder gesandt, aber sie sind es nicht. Und was machen Menschen, die keinen Auftrag von Gott haben? Nun, sie werden viel Unheil anrichten. Ein gutes Beispiel ist YouTube oder Social Media allgemein. Es gibt einige Christen, die sich dazu berufen sehen, in YouTube oder in den Medien christliche Botschaften zu verbreiten. Sie sind weder ausgebildet worden, noch gehören sie einer Gemeinde an, noch sind sie in der Lage, Gottes Wort ordentlich auszulegen und zu erklären, noch sind sie charakterlich dazu ausgereift, diese Aufgabe zu tun. Aber wisst ihr, sie haben ein Brennen in der Brust, das wahrscheinlich Sodbrennen ist, aber sie meinen, das kommt von Gott. Und dann richten sie viel Unheil an. Im Übrigen, in dem Satz aufgrund der Gnade, da steckt nicht nur die Berufung drin, sondern auch die Befähigung. Denn wenn Gott dich zu einer Aufgabe beruft, befähigt er dich auch dazu. Und woher weiß ich, zu was ich berufen bin? Wie gesagt, da kommen wir in den nächsten Punkten zu. Fürs Erste ist wichtig, dass du Folgendes mitnimmst. Du musst von Gott zu deinem Dienst beauftragt sein, sonst üb ihn nicht aus. Wenn du etwas tust, wozu du nicht beauftragt bist, wirst du Schaden anrichten. Was wir auch noch lernen können von Paulus ist, wie ermutigend er sein kann. Er lobt die Römer für ihre Reife und er ermutigt sie. Stephen Lawson sagt dazu, dies ist ein Merkmal eines exzellenten Dieners. Wenn du also im Dienst für den Herrn stehst, dann üb dich darin, ermutigend und aufbauend zu sein. Eltern, suchen wir immer nur die Fehler in unseren Kindern? Sprechen wir mit ihnen nur, wenn es etwas zu meckern oder korrigieren gibt? Wann hast du das letzte Mal dein Kind gelobt? Pastoren, Leiter, Seelsorger. Das gilt auch uns. Suchen wir immer nur die Sünde, etwas zu korrigieren bei den Geschwistern oder finden wir auch die Dinge, die gut sind, für die wir sie loben können? Denn wenn jemand ein Kind Gottes ist, dann gibt es auf jeden Fall etwas Ermutigendes oder etwas Lobenswertes zu finden.
Paulus ist aber auch bereit, sie zu ermahnen, selbst wenn es unangenehm ist. Er spricht auch die Dinge an, die nicht gut laufen. Dazu muss ein Diener Gottes auch bereit sein. Wer Missionar werden will oder Pastor oder irgendein anderes geistliches Amt, eigentlich gilt das für jedes Amt, wo man Verantwortung übernimmt, der muss bereit sein, Dinge zu sagen, die anderen Menschen nicht gefallen werden. Das Evangelium gefällt den Leuten nicht. Die Botschaft vom Kreuz ist vielen Menschen ein Anstoß. Und wenn du den Widerstand nicht ertragen kannst, dann hast du auf der Kanzel oder auf dem Missionsfeld nichts verloren. John MacArthur hatte mal in einer Predigt gesagt, dass sich Menschen bei ihm beschwert hatten, ja, so nach dem Motto, was du gesagt hast, hat meinen Freund beleidigt und er kommt jetzt nie wieder in den Gottesdienst und viele andere Dinge. Und daraufhin hat er gesagt, I'm here to offend all of you. Ich bin hier, um euch alle zu beleidigen. Denn eins muss uns klar sein, wer Gottes Wort predigt, der predigt zu Sündern. Und Gottes Wort ist ein zweischneidiges Schwert. Es tut weh, wenn man die Wahrheit gesagt bekommt. Und spätestens da merkt man, dass Schafe auch Zähne und Hufe haben, mit denen sie beißen und treten können. Das muss man aushalten können, wenn man im Dienst für den Herrn steht. Als dritte Anwendung für uns sehen wir, dass Paulus sie schon an bekannte Wahrheiten erinnert. In Vers 15 sagt er, um euch wieder zu erinnern. Benedikt Peters, er schreibt dazu, ich zitiere, jeder tüchtige Lehrer weiß, wie nötig Wiederholung ist und darum wird er die Grundwahrheiten des Evangeliums wieder und wieder lehren. Zitat Ende. Versteht ihr, wir müssen uns nichts Neues einfallen lassen. Paulus erinnert sie nur an das, was sie schon vorher wussten. Er bleibt bei der alten Botschaft vom Kreuz. Immer wieder hört man von den Ungläubigen, die Kirche muss sich neu erfinden. Sie muss einen neuen Zugang zu den Menschen bekommen. Und damit ist in der Regel gemeint, sie muss aufhören, über Sünde und Schuld zu reden und sie sollte mehr über soziale Dinge reden, über die Dinge, die die Menschen bewegen. Auch bezüglich der Missionsarbeit hört man auch immer wieder, Mission muss kreativer gestaltet werden. Und versteht mich nicht falsch, ich bin nicht gegen Kreativität. Kreativität ist gut. Aber bitte fang nicht an, aus Missionsveranstaltungen Unterhaltungsveranstaltungen zu machen und das dann Mission zu nennen. Nein, ein Diener Gottes erkennt den Wert der biblischen Botschaft und er bleibt bei dieser Botschaft. Und zu guter Letzt sehen wir durch mit Punkt 1, Paulus verliert das Ziel nicht aus den Augen. In Kapitel 1, Vers 5 hat er schon genannt, er spricht da nämlich vom Glaubensgehorsam der Heiden. Jetzt in Kapitel 15, Vers 18, da sagt er nochmal, er sagt, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk. Und manchmal denken wir bei der Evangelisation oder bei der Mission nicht weit genug. Es reicht nicht aus, Menschen das Evangelium zu verkündigen mit dem Ziel, dass sie nicht in der Hölle landen. Paulus hat sich nicht damit zufrieden gegeben, denn Jesus hätte sich damit nicht zufrieden gegeben. Paulus weiß, dass das Ziel eines Gläubigen der Gehorsam ist. Jesus selbst sagt es in Matthäus 28 in den Versen 19 bis 20. Da sagt Jesus, und ihr kennt diesen Vers mit Sicherheit, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Seht ihr? Lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Die Heiden werden zu einem Gott wohlgefälligen Opfer, wenn sie gehorsam werden. Das ist das Ziel. Das dürfen Missionare und Evangelisten und Pastoren und auch wir Eltern nicht vergessen. Es geht nicht um Hauptsache gerettet. Die Rettung ist die erste Hürde, ist der erste Schritt in die Richtung, Gott wohlgefällig und gehorsam zu leben. Das ist das Ziel. Damit sind wir bei Punkt 2 angekommen. Hast du eine Bestätigung für deine Berufung? Okay, wir haben verstanden, dass es sehr wichtig ist, von Gott beauftragt zu sein und nicht einfach irgendetwas zu machen. Aber woher weiß ich, ob ich einen Auftrag habe? Und wenn ja, welchen Auftrag habe ich bekommen? Darauf geht Paulus in den nächsten Versen ein. Lass uns mal die Verse 17 bis 19 lesen. Ich habe also Grund zum Rühmen in Christus Jesus vor Gott,
Denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes, sodass ich von Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. Siehe, Paulus merkt, dass was er über sich gesagt hat, nach Hochmut oder Selbstlob klingen kann und eventuell von den Römern so wahrgenommen wird. Wie klingt das? Ich bin ein Priester, der die Heiden für Gott wohlernehmbar macht. Also fügt er sofort hinzu, mein Rühmen geht nur in Christus. Was er hier schreibt, hat nichts mit Selbstlob zu tun, sondern er hat diesen Auftrag von Gott bekommen. Und weil Jesus ihn beauftragt hat, deswegen hat Gott auch seine Arbeit bestätigt. Denn schaut, was er in Vers 18 sagt. Er sagt, dass Christus etwas durch ihn gewirkt hat. Paulus Auftrag ist vor allem bestätigt worden, und zwar auf mehrere Art und Weise. Was ist denn die Bestätigung? Nun, einmal spricht er hier von Zeichen und Wundern. Die konkrete Formulierung ist Wort und Werk in der Kraft von Zeichen und Wundern. Man könnte jetzt meinen, dass das Wort die Verkündigung des Evangeliums ist und das Werk sich auf die Zeichen und Wunder bezieht. Aber Eckhard Schnabel erläutert in seinem Kommentar sehr treffend, ich zitiere, die Angabe in der Kraft von Zeichen und Wundern ist nicht mit Wort und Werk identisch, sondern gibt an, wodurch beide, das evangelistische Wort und das missionarische Werk von Gott, bestätigt werden. Die Zeichen und Wunder haben das Wort und das Werk von Paulus bestätigt. Paulus' Arbeit bestand in Wort, also Verkündigung des Evangeliums, und in dem Werk. Werk, das sind alle weiteren Arbeiten, die anfielen. Ja, er musste zu Fuß reisen, Schifffahrten überleben, er musste Wüsten überqueren, er musste durch Gefängnisaufenthalte hindurch, er musste Auspeitschungen, Steinigungen und viel Mühsal und Plage erdulden. Und manchmal musste er auch als Lederhandwerker seine Brötchen verdienen, nur um eben was zu essen zu haben. All das ist das Werk, das sein Wort begleitet hat. Die Zeichen und Wunder waren die Bestätigung, dass er ein Apostel Gottes ist, der diesen Auftrag bekommen hat. In 2. Korinther 12, Vers 12 schreibt Paulus, die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden, in aller Geduld, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkungen. Das ist also die erste Bestätigung. Gott hat durch Zeichen und Wunder Paulus bestätigt. Die zweite Bestätigung, die er hier anführt, ist der Erfolg seiner Arbeit. Wenn Paulus also auf den Erfolg seiner Arbeit schaut, realisiert er, das muss Christus gewirkt haben. Paulus ist nur das Instrument in Christus Hand. Aber wenn Christus arbeitet, dann wird diese Arbeit Frucht bringen. Das können wir an der Aussage von Vers 19 entnehmen. Was war denn das Ergebnis? Er sagt, sodass ich von Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. Illyrien ist die Gegend, die wir unter den Namen Mazedonien, Kroatien, Jugoslawien kennen. Und so wie Paulus es hier beschreibt, klingt es so, als hätte er beginnend in Jerusalem bis nach Illyrien, also Kroatien, Jugoslawien und so, allen Menschen das Evangelium verkündigt. Hat er aber nicht. Denn er hat in diesen Gegenden nur gewisse kleine Gemeinden gegründet. Und deswegen argumentiert ein Kommentator Douglas Moore so, und ich denke sehr treffend, dass Paulus damit sagt, er hat seine Aufgabe, strategische Gemeinden in diesen Gegenden zu gründen, abgeschlossen. Er hat wichtige Punkte, wichtige Städte bereist und hat dort Gemeinden gegründet. Und durch diese Gemeinden würde sich das Evangelium dann in den gesamten Regionen rasch ausbreiten und überall gehört werden. Und somit ist eine weitere Bestätigung von Paulus Dienst, er hat es zu Ende gebracht. Das ist zwar eine nachgelagerte Bestätigung, aber es ist dennoch eine Bestätigung. Insofern können wir als zweites Prinzip aus unserem Text lernen, wenn Gott dich für einen Auftrag berufen hat, dann wird er es auch bestätigen. Wie sieht jetzt aber so eine Bestätigung aus? Wir können ja nicht damit rechnen, dass Feuer vom Himmel fällt oder jetzt plötzlich Tote lebendig werden, sei denn wir reden von geistlich toten Menschen. Müssen wir jetzt alle Zeichen und Wunder tun können, um zu wissen, dass wir berufen sind? Auch dazu hat Benedikt Peters eine gute Antwort. Er schreibt in seinem Kommentar, die Gewalt, Zeichen zu tun, gehörte zur Ausrüstung jener Männer, die eine einmalige Bedeutung hatten. Ihr Dienst bildete die Grundlage, auf der die Gemeinde des lebendigen Gottes aufgebaut ist. Dieser Dienst lässt sich nicht wiederholen
Und darum hat auch niemand seit den Tagen der Apostel deren Vollmacht gehabt, solche Zeichen und Wunder zu tun. Zitat Ende. Und eine kleine Nebenbemerkung, weiter schreibt er, die Zeichen sind nicht dazu da, Glauben an die Botschaft des Mose zu wirken. Diesen Glauben kann nur die Botschaft selbst wirken. Das sehen wir auch in Römer 10, Vers 17. Auch von den Zeichen, die Jesus tat, gilt, durch diese wurde offenkundig, dass er der von Gott gesandte Messias war. Zitat Ende. Also Zeichen und Wunder werden keinen Menschen bekehren. Sie waren auch bei Jesus nur die Bestätigung, dass er der Messias war. Und das sollte uns klar sein. Doch, wie können wir das jetzt auf uns anwenden? Was sind jetzt die Tests für einen Missionar? Müssen sich Menschen bekehren, damit sein Auftrag bestätigt wird? Nun, ich würde sagen, es ist schon mal ein gutes Indiz. Wie ist das mit einem Pastor? Muss die Gemeinde in Mitgliederzahl wachsen, damit seine Berufung zum Pastor bestätigt wird? Das Prinzip, das wir erstmal auf uns anwenden können, ist, Gott wird deine Berufung bestätigen. Die Bestätigung kann unterschiedlich ausfallen. Und zum Glück gibt es da einige biblische Prinzipien, die uns dabei helfen können, das richtig zu verstehen. Ich möchte jetzt einige mit euch durchgehen, das ist keine vollständige Liste. Ich schaue auf die Zeit, ich sehe müde Gesichter, wollen wir Fenster vielleicht ein bisschen aufmachen? Ja, damit ihr ein bisschen frische Luft habt. Ich gehe ein paar Punkte durch, die helfen sollen, die Bestätigung für die Berufung zu sehen. Punkt Nummer 1, Leidenschaft und Begabung. Punkt Nummer 2, die Frucht. Punkt Nummer 3, Bestätigung von außen. Es beginnt damit, dass du eine Leidenschaft für etwas entwickelst. Du hast eine Sache, die dich begeistert und die du für den Herrn tun willst. Und damit geht auch einher, dass du dazu begabt bist. Denn es gibt viele Dinge, die ich gerne tun würde, aber ich habe weder die körperliche noch die geistige noch die geistliche Begabung dazu bekommen. Du musst dich also fragen, welche Gaben hat mir der Herr gegeben und was mache ich gerne? Dazu kommen wir in Punkt 3 nochmal, deswegen führe ich das an dieser Stelle nicht weiter aus. Das muss auf jeden Fall in den Überlegungen mit berücksichtigt werden. Das zweite ist die Frucht. Wie auch immer wir die Frucht bewerten, wenn der Herr dich zu einem Dienst berufen hat, dann wird er für Frucht sorgen. Ein Pastor sagte mal sehr weise Worte, die Frucht eines Pastors, also die Bestätigung, ist nicht die Anzahl der Mitglieder in der Gemeinde, sondern die Heiligkeit der Mitglieder in der Gemeinde. Und Steve Lawson sagt dazu sehr schön, was hättest du lieber? Eine Handvoll Diamanten oder einen LKW voll Heu und Stroh? Es geht um die Qualität, nicht um die Quantität. Und vieles davon wird sich erst im Laufe der Zeit zeigen. Aber eins ist klar, wenn Jesus der Auftraggeber ist und er wirkt, dann wird das nicht ohne Ergebnis bleiben. Wir sollten also auch bei denjenigen, die wir vielleicht finanziell unterstützen, nach Frucht Ausschau halten. Ist Gottes Wirken offensichtlich? Siehst du Gottes Hand in deiner Arbeit oder auch in der Arbeit derjenigen, die du unterstützt? Kommen Menschen zum Glauben? Leben sie im Gehorsam? Breitet sich Gottes Reich durch deine Arbeit aus? Das wäre eine Sache, auf die wir Ausschau halten dürfen. Ein weiteres Prinzip, um vor allem den Selbstbetrug zu verhindern, ist die Bestätigung von außen. Und dieses Prinzip wird meines Erachtens am häufigsten vernachlässigt. Meine Lieben, wir leben nicht in einem Vakuum. Gott hat Menschen um uns herum gestellt, Menschen, die uns sehen und beobachten. Und man mag es kaum glauben, aber auch die Menschen um uns herum haben von Gott Weisheit bekommen. Nicht nur ich. Und je mehr wir aufeinander aufpassen, je mehr wir uns aufeinander einlassen, umso mehr werden wir die Stärken und die Schwächen als auch die Gaben und Fähigkeiten der anderen erkennen. Denn wenn ich glaube, dass ich zum Lehrer berufen bin und die ganze Gemeinde schläft jedes Mal ein, wenn ich predige, oder alle werden nur durch mich verwirrt, dann ist das eine gute Rückmeldung. Und zwar eine Rückmeldung dahingehend, dass ich nicht zum Lehrer berufen bin. Geschwister können mir auch helfen zu verstehen, wann etwas soweit ist. Ich kann zum Beispiel eine gewisse Begabung in der Rohfassung haben, aber vielleicht brauche ich noch Zeit. Und auch da können uns die Geschwister, die Familie, die Freunde helfen zu erkennen,
wann der richtige Zeitpunkt angebrochen ist. Geschwister, unterschätzt die Bestätigung von außen nicht. Redet miteinander. Ich werde gleich noch etwas praktischer werden, wenn ich den dritten Punkt erklärt habe. Und damit kommen wir jetzt auch schon zum dritten. Hast du eine Grundlage für deine Berufung? Paulus ergibt uns in den Versen 20 bis 21 zwei ganz wichtige Hinweise. Wir wollen diese betrachten und dann kommen wir zur Anwendung. Er schreibt: Dabei mache ich es mir zur Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo der Name des Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf den Grund eines anderen baue. Sondern wie geschrieben steht, die, denen nicht von ihm verkündigt worden ist, sollen es sehen und die, welche es nicht gehört haben, sollen es verstehen. Wenn Paulus nicht auf dem Fundament anderer bauen will, sagt er nicht, die anderen haben schlechte Arbeit gemacht, ich mache das selber, weil dann ist es richtig. Er hat sich auch um Gemeinden gekümmert, die er nicht gegründet hat. Nur seine Aufgabe ist eben nicht primär zu bewässern, auch wenn er das manchmal tut. Seine Aufgabe ist es zu pflanzen, so wie er es in 1. Korinther 3 sagt. Paulus hat eine ganz besondere Leidenschaft von dem Herrn bekommen. Und diese Leidenschaft ist, Menschen für Christus zu erreichen, die noch nicht erreicht worden sind. Paulus hatte also einen speziellen Auftrag. Seine Aufgabe war strategisch. Sein Ziel war immer noch, dass alle Nationen, dass alle Völker Christus gehorchen sollten. Aber er weiß, dass er das nicht alles alleine kann. Neue Gebiete für den Herrn zu erobern, dies hat der Herr ihm aufs Herz gelegt. Und ich glaube, wir kennen das Phänomen, wenn Gott einem etwas aufs Herz legt. Gott hat uns unterschiedlich gemacht, mit unterschiedlichen Begabungen, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, aus unterschiedlichen Hintergründen. Und er gibt uns für eine gewisse Sache ein Brennen oder eine fast verzehrende Leidenschaft. Insofern ist das Brennen nicht immer Sodbrennen. Ja, es ist, kann durchaus von Gott sein. Dies ist zwar eine subjektive Bestätigung, nichtsdestotrotz ist es eine wichtige Bestätigung. Wenn du keine Freude oder auch keine Leidenschaft für den Dienst hast, dann bist du nicht berufen. Ein Ältester, der nie Ältester werden wollte und jetzt auch nur Ältester ist, weil alle anderen nicht wollten, sollte kein Ältester sein. Denn wenn er dafür berufen ist, dann wird er eine Leidenschaft dafür haben. Und egal, welche anderen Dinge er auch tut, egal, wie viel Spaß die anderen Sachen auch machen könnten, für ihn ist alles fade und geschmacklos im Vergleich zu dem Dienst als Aufseher. Paulus schreibt dem Timotheus im 1. Timotheus 3, Vers 1, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Es beginnt damit, dass jemand dem Herrn in dieser Funktion dienen will. Er hat eine Leidenschaft dafür. Und dann brauchen wir eine Begabung. Gott wird dich nicht für eine Aufgabe berufen und dir dann nicht das nötige Equipment, also das, was du brauchst, geben, damit du diese Aufgabe ausführen kannst. Und ich spreche auch nicht davon, dass wir alle Genies in dem sein müssen, wozu wir berufen sind. Aber eine Grundbegabung, auf der aufgebaut werden kann, die muss schon vorhanden sein. Seht ihr, wie Paulus schreibt, dabei mache ich es mir zur Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo der Name des Christus schon bekannt ist. Es gibt Pioniere und es gibt Verwalter. Es gibt Eroberer von Städten und es gibt Befestiger von Städten. Es ist auch eine Charakterfrage. Der Herr gibt uns gewisse Charakterzüge, die uns in unserer Aufgabe unterstützen sollen. Paulus sagt nicht, alles was zählt, ist neue Menschen für Christus zu gewinnen, als gäbe es einen Wettkampf zwischen der Arbeit, Menschen zu Christus zu führen und der Arbeit, Menschen im Glauben voranzubringen. Paulus wusste einfach nur, was seine Aufgabe in dem großen Plan Gottes war. Und wir müssen herausfinden, welche Aufgabe wir als Gemeinde, ja vielleicht sogar als einzelne Person in dem großen Plan Gottes haben. Und damit meine ich jetzt nicht bis ins kleinste Detail hinein, dass ich weiß, wie ich als Rädchen da hineinpasse. Das meine ich nicht. Sondern du kennst dich. Du kennst deine Leidenschaften, du kennst deine Fähigkeiten, du kennst deine Umstände, aus denen du herausgekommen bist. Und daraus kann man eine Menge ableiten, wie der Herr dich gebrauchen möchte. Und damit kommen wir jetzt zu, ich meine, fast dem wichtigsten Punkt in dieser Frage, nämlich zur Grundlage deiner Berufung. Hast du eine Grundlage in der Schrift, um zu sagen, ich bin dazu berufen worden?
Schaut, was Paulus schreibt. Er schreibt, die, denen nicht von ihm verkündigt worden ist, sollen es sehen und die, welche es nicht gehört haben, sollen es verstehen. Paulus zitiert Jesaja 52, Vers 15. Und er nimmt diesen Vers als so eine Art Leitvers für sein Leben. Die Bekehrung der Heiden ist in der Schrift vorhergesagt. Und gleichzeitig, sagt Paulus sich, ist das die Grundlage für meinen Dienst. Denn durch die Arbeit von Paulus und auch durch die Arbeit von allen Missionaren wird Gottes Wort erfüllt, dass die Heiden, die es nicht gehört haben, sehen und dass ihnen verkündigt wird. Und was wir hier lernen sollen, ist Folgendes, und das ist ganz wichtig. Gottes Wort muss die treibende Kraft für meine Arbeit sein. Es muss auf Grundlage der Schrift passieren und es muss mit der Schrift übereinstimmen. Eine Frau könnte sagen, ich habe eine besondere Leidenschaft für die Gemeinde, ich habe eine Begabung fürs Lehren, ich liebe das Lehren, ich bin zur Pastorin berufen. Das ist ein klassisches Beispiel für eine subjektive Berufung, die keine Berufung ist. Denn die Schrift verbietet es einer Frau, Ältester oder Pastor in einer Gemeinde zu sein. Da ist Paulus im Brief an Timotheus sehr deutlich. Übrigens, ebenso gilt das für einen Mann, der meint, für den Pastoraldienst berufen zu sein, aber ein Leben in Sünde lebt. Auch da haben wir ganz konkrete biblische Anforderungen. Damit ein Mann Pastor werden darf, muss er ganz konkreten Qualifikationen aus 1. Timotheus 3 und Titus 1 entsprechen. Sonst kann er noch so viel Leidenschaft und Gefühle für einen Dienst haben. Er kann sogar sehr begabt sein im Lehren, das ändert nichts. Es muss auf Grundlage der Schrift sein, sonst gilt es nicht. Ich fasse die Prinzipien nochmal zusammen, die uns helfen sollen, eine Berufung zu erkennen. Erstens, persönliche Leidenschaft und Begabung. Zweitens, die Bestätigung von außen durch die Geschwister, durch die Familie, durch Freunde, durch die Ältesten. Drittens, es muss Frucht geben. Es muss ersichtlich sein, dass Gott arbeitet. Und ja, ich weiß, wie die Frucht aussieht, das kann sich manchmal als nicht ganz so leicht darstellen. Deswegen brauchen wir auch da Weisheit zu. Und viertens, ganz besonders wichtig, wir brauchen eine Grundlage in der Schrift, damit ich sagen kann, ich bin hierfür berufen. Und wenn die Dinge vorhanden sind, dann kannst du mit recht großer Sicherheit sagen, dass Gott dich zu einer Aufgabe berufen hat. Ich habe viel über Berufung und zwar im geistlichen Amt gesprochen. Und damit möchte ich auf ein Problem eingehen, das wahrscheinlich mit dazu beiträgt, dass es zu vielen subjektiven Berufungen kommt, die keine Berufung sind. Woody Baucom, ein Pastor, Prediger, der hat in einer Predigt einen Grund genannt, warum Frauen zum Beispiel heutzutage so große Schwierigkeiten damit haben, ihre von Gott gegebene Rolle anzunehmen. Und warum so viele Frauen Pastorin, Predigerin oder Missionarin werden wollen. Und im Grunde gilt das auch für viele Männer, ja? Aber er hat es auf die Frauen bezogen in diesem Fall. Und er sagt, wir Pastoren oder wir Prediger, wir sind mitverantwortlich dafür, weil wir ihnen immer wieder den Eindruck vermitteln, dass sie nur dann ein bedeutungsvolles Leben führen können, wenn sie eine geistliche Aufgabe tun. Versteht ihr? Ihr könnt alle Christen sein, aber diejenigen, die wirklich geistlich sind, diejenigen, die wirklich Gottes Reich bauen, sind wir, weil wir ein geistliches Amt einnehmen, ja vielleicht sogar hauptzeitlich oder Vollzeit dem Herrn dienen. Und der Eindruck wird suggeriert, um wirklich heilig und fromm zu sein, musst du eigentlich Pastor sein. Um wirklich geistlich zu sein, musst du Missionar oder Evangelist sein. Um wirklich Gott zu dienen, musst du Seelsorge und Jüngerschaft mit anderen Menschen machen. Sonst baust du nicht am Reich Gottes. Und somit steht der Dienst in der Gemeinde oder auf dem Missionsfeld oder wo auch immer, ja, sei es sogar die Worship Band in der Gemeinde, sie steht immer in Konkurrenz mit dem Wäschewaschen, mit dem Putzen, mit den Hausaufgaben der Kinder, und so weiter und so fort. Und das gilt auch für die Männer, die auf dem Bau sind oder die in der Firma arbeiten. Auch sie denken, sie können nur geistlich oder nur fromm sein oder sie können dem Herrn nur dienen, wenn sie predigen oder irgendeinen Lehrdienst in der Gemeinde machen oder irgendetwas hier im Gemeindehaus. Dabei haben sie die Gabe des Lehrens nicht
und so wie sie sagen, sind nur handwerklich begabt. Und sie wollen doch dem Herrn und in seinem Reich dienen. Und wenn wir ihnen den Eindruck vermitteln, dass es nur so geht, treiben wir die Menschen dahin, dass sie, da sie ja Gott gefallen wollen, sich in Aufgaben sehen, die Gott gar nicht für sie bereitet hat. Und das ist ein Problem, weil damit rauben wir der Gemeinde als auch dem Reich Gottes so viel Kreativität, so viel Potenzial für die unterschiedlichsten Begabungen und Fähigkeiten und Dienste, die Menschen tun können, weil wir sehr einseitig sind in unserer Verkündigung. Daher lasst mich versuchen, durch ein paar Beispiele aufzuzeigen und zu verdeutlichen, auf welch unterschiedliche Weise wir Gottes Reich bauen können. Und ich denke, dass es wesentlich mehr Wege gibt, die aufgezeigt werden könnten, wie Christen für Gott arbeiten können, ohne dass es im Gottesdienst oder dergleichen beschränkt sein muss. Und mir werden mit Sicherheit viele Dinge nicht einfallen, weil ich ja nicht die ganzen Begabungen und Leidenschaften habe. Aber ein Thema, welches unserer Familie besonders am Herz liegt, und ich weiß auch einigen anderen hier, ist das Thema Aufnahme von Pflegekindern und Adoptivkindern. Und durch die Aufnahme von Pflegekindern oder Adoptivkindern können und möchten wir die Liebe unseres himmlischen Vaters widerspiegeln. Wir sind adoptiert worden, jeder von uns, die wir Gottes Kinder sind. Er hat uns zu seinen Kindern gemacht, weil er uns liebt. Und wisst ihr was? Unverdient. Und diese Liebe, die er uns unverdient zukommen lassen hat, möchten wir in diesem kleinen Maß auch ein Stück darstellen. Außerdem können wir so Menschen zu Christus führen, die vielleicht sonst nie etwas von ihm gehört hätten. Das gilt für uns als Familie. Und ich weiß auch für einige andere hier. Aber nicht jeder ist dazu berufen worden. Und es wäre jetzt falsch zu sagen, jeder Christ muss dies tun. Auch wenn ich mich darüber freuen würde, wenn mehr Christen sich an dieser Aufgabe beteiligen würden. Ein anderer Christ könnte dazu berufen sein, eine christliche Schule zu gründen, mit dem Ziel, unsere Kinder vor dem Einfluss dieser Welt zu schützen und sie mit einem christlichen Weltbild auszustatten. Aus 5. Mose 6 können wir ableiten, dass wir Eltern die Verantwortung haben, unsere Kinder zu erziehen und sie zu unterweisen. Und natürlich beschränkt sich das nicht nur auf die Schule oder auf die Gründung einer Schule. Und es wäre viel zu einfach zu sagen, wir gründen eine christliche Schule und dann habe ich meine Pflicht als Elternteil getan. Aber eine christliche Schule kann dahingehend unterstützen, weil unsere Kinder sonst 8 Stunden im Schnitt am Tag von gottlosen Menschen unterrichtet werden, die ihnen ein gottloses Weltbild beibringen, das wir dann in der wenigen Zeit, die wir haben, raustreiben müssen. Und in unserem Land ist Homeschooling verboten und insofern ist die christliche Schule durchaus eine gute Idee. Aber vielleicht denkst du dir, naja gut, eine christliche Schule zu gründen, das kann ich nicht. Es muss ja auch keine christliche Schule sein. Das ist nur ein Beispiel. Aber hast du mal über einen Lehrplan für deine Kinder nachgedacht? Was willst du deinem Kind eigentlich alles beigebracht haben, bevor dein Kind dein Haus verlässt? Wisst ihr, ich glaube, viele Frauen haben keine Vision für das Zuhausebleiben, weil sie sowieso geprägt worden sind, dass die Frau, die zu Hause ist, mit den Kindern wertlos ist in unserer Gesellschaft. Und sie betrachten also Zuhausebleiben als eine Art Einschränkung. Dabei gilt doch, und diesen Satz habe ich geklaut, die Hand, die die Wiege bewegt, bewegt die Welt. Mütter prägen ihre Kinder mehr als alle anderen Menschen. Und wenn wir unsere Aufgabe als Eltern ernst nehmen und wir eine Vision dafür haben, Streiter Gottes auszurüsten, nämlich unsere Kinder, dann bekommt das Wäschewaschen und Putzen plötzlich einen ganz anderen Wert und eine ganz andere Stellung. Ein anderer könnte sich zum Ziel setzen, ein Krankenhaus, ein Pflegeheim oder ein Altenheim zu gründen, in dem die Menschen wie Ebenbilder Gottes behandelt werden und mit Würde sterben können und nicht nur wie wandelnde Geldscheine behandelt werden, die man ausnehmen muss, bevor sie sterben. Ebenso kann ein Christ ein Unternehmen gründen, weil er sich nicht einem ungläubigen Herrn verpflichten will, der ihn zu Entscheidungen zwingen will, die Gott nicht gefallen. Und vielleicht möchte er anderen Brüdern oder Schwestern eine Arbeitsstelle geben, in der diese Menschen freudig arbeiten können und großzügig belohnt werden, so wie die Schrift es sagt. Und jetzt kommt eine sehr kontroverse Aussage. Der andere mag eine Leidenschaft für Filme haben und auch vielleicht gute Fähigkeiten im
Bereich der Filmografie haben. Denn sind wir doch mal ehrlich, wir denken bei Filmen in der Regel nur an Zeitverschwendung. Wenn es hochkommt, höchstens ein Hobby. Aber haben wir mal darüber nachgedacht, wie wir als Christen Kunst, Musik, Bildung, Filme für Gottes Reich einsetzen können? Wir Christen sollten gute Filme machen, ja die besten Filme, die eine gute Botschaft vermitteln. Damit unsere Kinder und auch wir selbst eine Alternative haben zu all den Lügen, zu dem ganzen Mist und den falschen Leitbildern, die Hollywood uns die ganze Zeit vorgaukelt. Früher haben Forscher Wissenschaft betrieben, weil sie die Welt besser verstehen wollten, um den Auftrag Gottes, nämlich sich die Erde untertan zu machen, besser gehorchen zu können. Mittlerweile wird Wissenschaft als etwas betrachtet, das im Gegensatz zum Glauben steht. Und wir als Christen können zu Gottes Ehre die Wissenschaft wieder zu einer christlichen Disziplin machen. Versteht ihr diese Gedanken? Wenn jemand viel Geld verdient, kann er ein Finanzier von geistlicher Arbeit sein. Er kann mit Geld viele wichtige Projekte finanzieren, die dem Reich Gottes nützen. Und zu dem Geld wird Waldemar in seiner nächsten Predigt noch ein bisschen mehr sagen, deswegen belasse ich es dabei. Von solchen Beispielen gibt es eine Menge. Christlicher Journalismus, christlicher Einsatz in der Politik, christliche Finanzberatung und so weiter und so fort. Wir können und wir sollen kreativ sein mit dem, was Gott uns gegeben hat. Und es geht weit über dem hinaus, was den Gottesdienst oder die Gemeinde betrifft. Aber bitte, Geschwister, versteht mich nicht falsch. Es gibt in der Gemeinde viel zu tun. Und auch die Gemeinde muss natürlich im Fokus bleiben. Ich sage nicht, dass ihr jetzt alle Dienste in der Gemeinde über Bord werfen sollt, ja, sondern nur, dass der Herr uns unterschiedlich begabt hat und uns unterschiedliche Dinge offenbaren kann. Aber wie komme ich dahin, wenn mir eine Vision oder eine Mission, eine Vorstellung von meiner Berufung fehlt? Und ich schließe gleich ab. Die Antwort, die ich jetzt geben mag, die mag sich vielleicht als unbefriedigend präsentieren, aber sie hat sich als wahr erwiesen. John MacArthur, er schreibt in seinem Buch Gefunden, Gottes Wille, wenn du gerettet bist, wenn du vom Heiligen Geist erfüllt bist, du ein Leben in Heiligung lebst, du dich Gottes Wort und der Gemeinde unterordnest, wenn du für ihn leidest, wenn all das auf dich zutrifft und all das, was ich gerade gesagt habe, dann tu, was auch immer du tun willst. Denn wenn du wirklich Gott ergeben bist, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand, dann ist dein Wille dem Herrn ergeben und dann willst du das, was der Herr will. Dann lebst du nach seinem Willen. Also sei treu in dem, was der Herr dir bisher anvertraut hat. Tu treu die Aufgabe, die du hast. Dann wird dir der Herr weitere Dinge anvertrauen. Sei fleißig in dem, was Gott dir gegeben hat. Er wird dir zur gegebenen Zeit aufzeigen, was du als nächstes zu tun hast. Bist du eine Mutter? Dann bist du dazu berufen, Mutter zu sein. Sei die beste Mutter, die du sein kannst. Wir müssen jetzt nicht alle loslaufen und suchen, wozu hat Gott mich beauftragt. Mach das, was er dir gibt und mach es treu. Und eine Sache noch, sei geduldig. Denn manchmal lässt sich der Herr ein paar Jahre Zeit, bevor er dir zeigt, was dein konkreter Auftrag ist, weil er dich vorbereitet. Und diese Vorbereitung, die brauchen wir alle. Ich hoffe, dass die Predigt euch geholfen hat, die Frage der persönlichen Berufung etwas besser einzuordnen. Wenn ihr Fragen habt, weil ich bestimmt nicht alles so gut rübergebracht habe, wie ich es vorhatte, dann meldet euch im Anschluss. Aber jetzt lasst uns beten. Ich schließe ab mit Gebet. Wir stehen auf.